Hallo und herzlich willkommen heute mal auf dem Sofa, dass ich hier parasitiere. Und zwar bin ich mal wieder was gefragt worden. Diesmal mal ein bisschen was anderes. Und ich gebe zu, das ist eine gar nicht so uninteressante Frage, wenn man das genauer nimmt. Weil da wollte ein Herr, was glaube ich, wollte wissen, wie Frau denn das auf Tour entsprechend löst mit den ganzen Körperpflegemaßnahmen und so weiter und so fort. So. Und auch von Frau kam bezüglich dessen auch schon die ein oder andere Frage, zum Beispiel auch im Zusammenhang, wo entsorgt man denn das, sagen wir jetzt mal, Körperpflegezubehör, wenn man eben entsprechend auf Tour unterwegs ist, was fängt man dann damit an und wie macht man das am dümmsten? So. Und diesbezüglich habe ich mich jetzt mal ein wenig mit meiner sehr erfahrenen Wandergenossin unterhalten und habe auch schon live miterleben dürfen, wie die das so macht. Das bleibt ja nicht ganz aus. Und habe zu diesem Zwecke mir mal bei ihr ausgeliehen, ihr entsprechendes Tütchen mit Zubehör. Ne? Also das ist jetzt entweder für Männer, die da mal eine Meinung einer weit gewanderten Frau zuhören wollen, um das dann entsprechend ihrer Frau so weiterzugeben. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen Geschlechtsgenossen, der dann seine entsprechende Partnerin überreden möchte, dann mal so eine Tour mitzumachen. Und wenn man dann vielleicht auch vielleicht die eine oder andere Weisheit schon parat hat, die man da weitergeben kann, das kann vielleicht auch gar nicht so blöde sein. Ich persönlich bin ja sowieso immer der Meinung, dass wir uns durchaus mit dem Thema Menstruation mal ein kleines bisschen auch auskennen dürfen. Allein schon aus Gründen der Solidarität wäre das meiner Meinung nach durchaus angemessen. Bei mir kommt natürlich noch ein gewisses biologisches Interesse dazu. Als Fast-Biologe kenne ich mich diesbezüglich da auch zumindest mit den biologischen Vorgängen durchaus relativ gut langsam mit aus. Und Und ich fühle mich demzufolge jetzt mal berufen, ausnahmsweise mal als Mann zu diesem Thema mal was zu erzählen. Das gibt es, glaube ich, sonst kaum von unser eins Mann, sondern da noch ein paar Äußerungen von den Frauen selber. Aber da meine keine Lust hat, selbst vor der Kamera in Erscheinung zu treten, mache ich das jetzt mal. Ne? Also sie hat auf Tour immer so ein entsprechendes Päckchen hier dabei. Das ist jetzt exemplarisch. Der Inhalt, es ist alles drin, was da üblicherweise drin ist. Die Menge der einzelnen Komponenten, das kann allerdings variieren. Es knuspert im Hintergrund. Ah, okay, sie ist wieder da. Sie war Frühstück holen. Egal. Jedenfalls, was ist da drin? So, einmal extra Klopapier. Man hat ja sowieso auf Tour meistens immer noch irgendwelches Klopapier dabei. Ich persönlich transportiere das auch immer gerne, nicht als Rolle, das ist ja völlig platzineffizient, sondern dann als so ein Bündelchen, was man sich dann von irgendeiner Rolle abgewickelt hat. Das macht Frau auch nicht anders. Und ich denke, das ist die mehr oder weniger ideale Form in jedem Fall, um Klopapier zu transportieren, für was auch immer man das braucht. Es hat sich auch, soweit ich weiß, bei vielen erfahrenen Treckern eingebürgert, dass man gar nicht erst Klopapier und Taschentücher mitnimmt, sondern man nimmt entweder oder mit, weil man kann beides auch für die jeweils andere Sache entsprechend verwenden. Also braucht man eigentlich Taschentücher nicht wirklich, wenn man reichlich Klopapier dabei hat. Man sollte in jedem Fall natürlich mit beiden relativ sparsam umgehen. So. Dann sind hier jetzt natürlich noch irgendwelche Tamponteile drin. Wie das mit Binde auf Tour funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen, dass irgendeine Frau mal mit Binde unterwegs gewesen wäre. Da hinten die Expertin schüttelt auch den Kopf. Ist eh unpraktisch. Ist eh unpraktisch, okay. Ja, gut. Ne? Aber das habe ich echt noch nie gesehen. So, dann gibt es diese Menstruationstassen. Die sind ja gerade bei Tourerinnen zugegebenerweise zunehmend am beliebt werden, nach dem, was ich da so mitbekommen habe. Und tatsächlich hat man da schon ganz klein bisschen was mitbekommen. Geschmackssache. Ne? Also das überlasse ich jetzt wirklich völlig der entsprechenden Dame, ob die damit was mit anfangen kann. Rein technisch gesehen wäre das vielleicht doch gar nicht mal so blöde, weil es entsteht halt echt kein Müll und man kann das Ding auswaschen. Frau, die das nicht mag, die muss dann halt eben auf den guten alten Tampon zurückgreifen. Den kennen wir Herren ja auch als Zundermaterial. Darf in keiner EDC-Dose fehlen. Deswegen, ich habe daheim auch ein paar rumliegen. Aus diesem Grunde. Anzahl von den Teilen, ja gut, das müsst ihr dann auch wieder selber wissen. Das hängt natürlich von der individuellen Periode und Stärke der Menstruation und so weiter und so fort eben ab.
Das ist erfahrungsgemäß von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Hier in diesem Päckchen sind jetzt spaßeshalber einfach mal 4 drin. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendeine Dame mit 4 von den Teilen auskommt. So, dann hat sie hier ein Plastiksäckchen, dazu kommen wir gleich noch. Und sie hat, das ist ja auch wieder individuell unterschiedlich, sie braucht es, wie ich schon erleben durfte, Schmerztabletten. So, das ist ja aber auch, wie gesagt, wieder ganz individuell und das muss Frau selber wissen. Wichtig ist jetzt vor allen Dingen dieses Tütchen. Nein, es sind mehrere Tütchen. Also das sind so ganz, 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 ganz kleine, dünne, die wiegen gar nichts. Beutelchen, wo man dann eben entsprechend was drin verpacken kann. Und das gesamte Bündel von denen, das wiegt wirklich überhaupt nichts. Also ich kann halt keinerlei Gewicht feststellen, wenn ich das hier jetzt so in der Hand habe. Kriegt man wahrscheinlich, na, also das muss ich jetzt glaube ich niemandem erzählen, weil man so kleine Tüten kaufen kann. Ich vermute mal spätestens im Drogeriemarkt. Im Regal neben den Tampons. Im Regal neben den Tampons gibt's das. Also zumindest in der Schweiz offensichtlich. So, funktioniert jetzt folgendermaßen. Wenn nicht mehr gebraucht, dieses Teil hier, dann eben entsprechend eintüten und mitnehmen. Punkt. Also das ist tatsächlich die beste Lösung, wenn man wirklich so im Sinne von der Leave No Trace Philosophie da vorgehen möchte. Also nicht Mann, sondern Frau natürlich in diesem Fall. Wird auch empfohlen in vielen Nationalparken. Gibt es da zum Teil sogar Hinweisschilder, habe ich auch schon gesehen, zum Beispiel in Skandinavien, dass da extra so ein kleiner Absatz ist zum Thema Müll und da wird auch tatsächlich das Thema Tampons und Ähnliches aufgeführt. Die sind ja nicht völlig unkritisch. Es ist tatsächlich so, dass wenn man die jetzt einfach mitten in die Landschaft schmeißt, also ich sage immer Mann, aber tut mir leid, eine gendergerechte Sprache habe ich nicht drauf. Ich bin ignorant. Es ist tatsächlich so, dass wenn man die Teile mitten in die Landschaft schmeißt, die dadurch, dass sie ja doch mitunter ziemlich blutgetränkt sind, für Wildtiere durchaus so riechen, als wäre hier jetzt da irgendwo was Essbares, ne? Also sprich ein Kadaver. Wer also potenziell Interesse daran hat, andere tote Tiere aufzustöbern und diese dann möglicherweise gegebenenfalls zu verzehren. Oder wer auf der Suche nach Beute ist und sich dann freut, wenn irgendein anderes Tier offensichtlich schon nach Blut riecht und dementsprechend schon angeschlagen ist, dass man dann relativ leicht Beute machen könnte und so weiter und so fort. Also sämtliche Tiere, die daran ein Interesse haben, werden davon angezogen, wenn Frau entsprechend Tampons in die Landschaft schmeißt. Das will Frau unter Umständen tatsächlich nicht, wenn sie zum Beispiel im Bärengebiet unterwegs ist. Und das will Mann auch nicht, wenn man mit Frau im Bärengebiet unterwegs ist. Wiederum, was auch teilweise so gerüchteweise im ein oder anderen Outdoor-Forum schon zu lesen war, dass man aufpassen muss, wenn man menstruierende Frauen dabei hat, weil die Bären anziehen. Das wiederum halte ich für ein Gerücht. Ganz so krass fein ist so eine Bärennase jetzt nun auch wieder nicht. Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das wird ja nur von anderen Gerüchen, also sagen wir, wie es ist, ne? Das wird ja nur von anderen Gerüchen entsprechend überdeckt. Das ist ja nicht, dass der Blutgeruch aus all den anderen Körpergerüchen, die da halt vorhanden sind, so wunderbar herausriechen würde, dass das jetzt ein Bär auf was weiß ich wie viele Meilen Entfernung feststellt und dann angerannt kommt, um dann die entsprechende Frau zu fressen, weil sie blutet. Das ist Blödsinn. Aber dieses Gerücht gibt es tatsächlich und vielleicht hat das der eine oder andere mal gehört. Und deswegen wollte ich das mal kurz angesprochen haben. Aber gerade eben in Gebieten, wo halt mit Raubtieren zu rechnen ist, ist das tatsächlich ein Faktor, dass man dann mit den entsprechenden Tampons vorsichtig umgehen sollte in der Entsorgung. Im Idealfall entsorgt man sie halt tatsächlich eben gar nicht, sondern, und dann kommt jetzt wieder so ein Tütchen zum Einsatz, verpackt sie Luft und nach Möglichkeit wasserdicht und sonst irgendwie dicht, dann riecht da auch nichts und dann kommt auch nicht der Bär. Und ja, das Problem ist halt, man muss das Zeug halt dann eben mitschleppen bis zum nächsten Mülleimer. Das ist sicherlich umständlich, aber die wirklich einfachste, sauberste, ökologisch sinnvollste Methode, was man natürlich auch, was Frau auch machen kann, ist das Zeug verbuddeln, dann aber nach Möglichkeit tief und die Chancen, dass es wieder ausgebuddelt wird, werden dann trotzdem relativ groß sein. Anders als Exkrementhinterlassenschaften, die man ja auch verbuddeln soll, haben halt doch durchaus Tiere Interesse an diesem Blutgeruch. Das könnte ja wirklich was Essbares sein, ne? Das halt ein bisschen am Bluten gewesen ist, bevor es gestorben ist und so weiter und so fort und deswegen ist das schon nochmal wirklich ein Unterschied.
Also wenn verbuddeln, dann wirklich ordentlich tief, es sei denn, es ist einem halt egal, ob es ausgebuddelt wird und weit, weit weg vom Lagerplatz, wenn man nicht unbedingt Besuch kriegen möchte von irgendwelchen Raubtieren oder halt eben Allesfressern oder ja, aber auch Allesfresser sind ja im Regelfall durchaus potenziell zumindest etwas, was mancher einer nicht unbedingt im Lager haben möchte. Von welchen Tieren sprechen wir da, die der potenziellen Frage kämen, auf die Idee zu kommen, da dann ein bisschen zu graben? Naja, denkbar wäre tatsächlich auch ein Wolf, ein Bär auf jeden Fall. Und dann die ganzen kleinen Sachen. Dachs, sämtliche Marderartigen, Vielfraß, das ist ja auch ein relativ großer Kerl, der auch ein bisschen gefährlich potenziell sein könnte. Ja, und dann halt je nach regionaler Besonderheit. Wenn man in Afrika unterwegs ist, sieht die Sache sowieso tierartentechnisch ja nochmal ganz, ganz anders aus. Aber bei uns in Deutschland wäre es im Wesentlichen auf jeden Fall der Fuchs, der sowas ausbuddelt. Theoretisch, ja, je nachdem, wo man ist, möglicherweise sogar vielleicht ein Wolf, dem gerade langweilig ist. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber und Wildschweine könnten das auch unter Umständen ausbuddeln. Vielleicht sogar davon angezogen werden. Das ist auch nicht völlig abwegig, weil die essen ja auch Fleisch. Insbesondere essen sie auch gerne schon mal ein bisschen verdorbenes Fleisch, dass die also sowas ausbuddeln, um mal zu schauen, liegt da nicht eventuell was Verdorbenes, was uns sogar noch gut schmecken könnte. Es gibt auch Wildschweine, die haben da sogar eine gewisse Vorliebe dafür, hat man auch schon festgestellt. Das kennt man auch von vielen Jägern, die das gerne erzählen, wenn man zum Beispiel noch verdorbenes Reh rumfliegen hat, das für den menschlichen Gebrauch wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist und man wirft es ins Wildschweingehege, die essen das noch, die essen alles. Und deswegen, ne, gerade eben Frau hat ja oft kein Interesse daran, eine Wildschweinrotte anzulocken, wäre dann also in diesem Zusammenhang durchaus sinnvoll, da ein bisschen vorsichtig zu sein. So, ich muss den Akku wechseln. Probleme in meinem Leben im Hintergrund rattern Kaffeemaschinen. Kaffee. Wer trinkt denn sowas? Egal. Böse Blicke. Was ich sagen wollte, war jetzt noch, eben das zur Entsorgung von den Teilen, wenn man sie wirklich verbuddeln muss. Das könnte dann natürlich relevant sein, wenn Frau ziemlich weit unterwegs ist und wirklich nicht an irgendwelchen Mülltonnen vorbeikommt. Also bei so richtig krassen Wildnistouren. Ich denke, wegen 3, 4 Tagen zwischen Mülleimern kann man das Zeug wirklich mitschleppen. Und dann würde ich das auch empfehlen wollen, dass das so passiert. Verbuddeln halt eben als Notlösung, wenn aus irgendwelchen Gründen ein Mitschleppen nicht möglich ist. Verbrennen, tja, wenn man ein riesengroßes Feuer hat, dann könnte das ja vielleicht eventuell funktionieren. Wäre dann auf jeden Fall noch eine bessere Lösung als verbuddeln. Und was gibt es sonst noch? Es gibt theoretisch noch welche, die biologisch abbaubar sein sollen. Also noch besser biologisch abbaubar als der Standard-Tampon. Beim Standard-Tampon, es kommt darauf an, diese Schnur, die hier hinten dran ist, die ist im Regelfall tatsächlich auch aus Baumwolle oder irgend sowas in der Richtung. Die würde also recht schnell verrotten. Was natürlich gar nicht verrottet, ist diese Plastikhülle, die hier drum ist. Das geht natürlich nicht. Die müsste man dann mindestens immer mitnehmen. Und jetzt ist es so, dass die zur besseren Rutschigkeit, sage ich jetzt mal, besseren Gleitfähigkeit, zum Teil außen ein bisschen mit irgendwelchem Kunststoff besprüht sind, zum Beispiel silikonisiert. Das ist ein Problem, weil Silikon ziemlich permeabel ist, wenn das in irgendwelchen Ökosystemen rumliegt, soll heißen, das hält ewig. Das ist dann dieses berühmte Mikroplastik, wovon man fast schon mal wahrscheinlich schon mal was gehört hat. Da könnte das unter Umständen auch noch dazu zu zählen sein, wenn es auch vielleicht nicht ganz so ewig hält wie andere Sachen, aber es kommt halt immer ein bisschen darauf an, mit was genau die jetzt beschichtet sind. Da gibt es eben verschiedene Kunststoffe, die da in Frage kommen. Also einen gewissen, diese Beschichtung, ne, also dass die da nicht so einfach abgeht, ist ja klar, sonst würde sie ja auch bei Gebrauch abgehen. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt so super gesund für den Organismus. Also das soll ja nicht abgehen, ne? Und wenn das nicht wasserlöslich ist, nicht flüssigkeitslöslich, sage ich jetzt mal, das besteht ja sowieso alles auch überwiegend aus Wasser, die Flüssigkeiten, die da eine Rolle spielen, auch Blut besteht ja zu was weiß ich wie viel Prozent aus Wasser. Wenn das da nicht wasserlöslich ist, dann ist das halt eben auch im Ökosystem, wenn man es in die Landschaft schmeißt, auch nicht wasserlöslich. Das heißt, also ein gewisses Maß an Plastik, das man in die Landschaft einträgt, entsteht immer, wenn Frau ein handelsübliches Tampon in die Landschaft schmeißt. Selbst wenn man es verbuddelt, dann ist es ja trotzdem so. Also es ist sicherlich nicht ein super GAU und ganz furchtbar grässlich, wenn das mal passiert. Mitnehmen wäre aber besser. Also das ist die eine Sache zum Thema, was nur Frauen betrifft. So, und die andere Sache, die dann der Herr, der da eine Frage hatte, wissen wollte, wie macht Frau denn das tatsächlich, wenn sie 2 Wochen lang nicht duschen kann? Und da macht Frau das genauso wie Herr.
Nämlich, man geht halt zum Bach und stellt sich da rein und, also kommt drauf an, ne? Im Bachwaschen gibt es zwei Varianten. Es gibt die reine Öko-Version und es gibt die, man nimmt tatsächlich auch Seife-Version. Letztere ist etwas umständlicher. Die reine Öko-Version besteht darin, meist nicht bekleidet in den Bach stellen und dann eben entsprechend Wasser von unten nach oben, platsch, platsch, platsch und entsprechend nass machen, bis man halt etwas sauberer ist. Natürlich ist das jetzt nicht mit einer schönen warmen Dusche zu vergleichen, geht aber auch und tatsächlich wird man dadurch sauberer und müffelt erheblich weniger. Also das gilt für Männlein wie Weiblein ganz genauso natürlich, ne? So, und dann gibt es noch die zweite Variante, dass man das Ganze dann halt eben mit irgendeiner so Outdoor-Seife macht, Wildness Wash. Wilderness Wash oder wie die auch immer die heißen oder einfach nur Outdoor-Seife oder gibt es verschiedene Begriffe. Was man auch nehmen kann, wenn man diese blöden kommerziell aufbereiteten, super tollen Ultra-Outdoor-Flüssigseifen nicht nehmen möchte und was ich persönlich in letzter Zeit eigentlich nur noch nehme, hier bessere Hälfte findet das glaube ich auch sehr gut und hat das auch im Einsatz gehabt, ist schlicht und ergreifend Kernseife. Stinknormale Kernseife, die man ewig viele Stück davon, Riesenklötze für 99 Cent in jeder Drogerie bekommt. Oder alternativ für 80 Franken oder sowas. Ja, in der Schweiz dann halt. Ne? Jedenfalls sowohl Kernseife als auch eben dieses andere Outdoor-Spezialwaschmittel und so weiter und so fort ist dahingehend biologisch abbaubar, dass es, wenn es in Böden eindringt, in der Natur, relativ einfach zerlegt werden kann in seine Einzelteile und dann wirklich keine Spuren mehr davon zurückbleiben. Heißt, wenn man sich damit dann entsprechend abseits des Bachs wäscht, warum abseits des Bachs? Na, weil es in den Boden eindringen muss und nicht im Fließgewässer. Im Fließgewässer ist das schlecht, weil da kann es nicht so richtig abgebaut werden, so schnell zumindest nicht, und wird dann im nächsten See angereichert. Wenn das jetzt nur eine Person macht, ist das egal. Wenn das jeder Wanderer, der da an diesem tollen Bach vorbeikommt, so macht, dann ist es irgendwann nicht mehr egal. Und dann hat man halt eine Anreicherung von so lustigem Schaum im entsprechend nächsten See. Und dann mag da irgendwie keiner mehr schwimmen gehen. Und die anderen Leute, die da vorbeikommen, regen sich auch entsprechend darüber auf, dass der ganze See zugeschaumt ist. Dass das nicht unbedingt für Fische und sonstige wasserlebenden Tiere besonders komfortabel ist, ist auch klar. Solche Schaumbildung findet man natürlich auch sonst hin und wieder mal in der Natur. Durch Saporine, ich kann mir nie merken, wie die exakt heißen, aber eben auch so Seifenstoffe, die auch in der Natur, zum Beispiel beim Abbau von Laub, entstehen können. Das ist unterschiedlich, je nach Pflanze enthält die da mehr oder weniger drin, beziehungsweise beim Abbau ihres Laubs wird mehr oder weniger davon gebildet. Pappeln beispielsweise haben einen relativ hohen Anteil davon. Birken ist auch ein bisschen was drin. Also je nachdem, durch welche Landschaft man läuft, je nachdem, welchen Wald es da gibt, kann das durchaus auch mal sein, dass aufgrund eben der Baumartenstruktur fast jeder Bach so eine leichte Schaumbildung am Rand aufweist. Das ist dann für den menschlichen Gebrauch trotzdem unter Umständen noch trinkbar. Muss man schwierig, ist schwierig. Diese Schaumbildung, es kann ein eindeutiges Zeichen dafür sein, dass dieses Wasser absolut nicht getrunken werden kann. Es kann aber auch halt wirklich harmlos sein. Es ist deshalb wirklich nicht so einfach. Sicheres Zeichen ist, auf die Farbe des Schaums zu achten. Ist der Schaum gelblich, Pfoten weg? Ist der Schaum tatsächlich rein weißlich? Dann kann man da vielleicht eventuell nochmal drüber nachdenken. Aber das ist nur so ein grobes Kriterium natürlich. Ne? Man muss auch sämtliche anderen Faktoren zur Einschätzung der Gewässergüte entsprechend beachten. Ja, aber das war auf jeden Fall nochmal wichtig. Beim Thema Waschen im Bach, also sich selber waschen im Bach. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Klamotten waschen im Bach. Das darf man ohne Seife schon machen. Mit Seife dann nur in einem Gefäß abseits vom Bach. Und auch das Körperpflege, sich selbst waschen abseits des Bachs, da braucht man natürlich auch irgendein Gefäß, wo man sein Wasser drin aufbewahren kann. Es bietet sich an, wenn man eine Gruppentour macht und sowieso einen riesigen Kochtopf dabei hat, den dann als Waschschüssel zu nehmen. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Da kann man auch den kompletten Kopf reinstecken, zwecks Haare waschen und so weiter. Das geht wirklich ausgezeichnet. Das ist überhaupt kein Problem. Habe ich auch schon öfter gemacht und mache ich auch eigentlich. Ja, gerne ist übertrieben. Ich gehe schon gerne auch duschen, aber das geht wirklich ganz gut. Und wenn man das halt nicht hat, dann muss man sich halt mit dem behelfen, was man hat. Wenn man Wasserflaschen hat, dann kann man sich halt die regelmäßig über die Rübe kippen und das dann quasi so als Dusche nehmen. Das ist zugegebenerweise eine ziemlich umständliche Aktivität, aber vielleicht hat man ja zum Beispiel eine Expet-Isomatte. Eine Expet-Isomatte neueren Datums, diese schönen aufblasbaren, die haben ein Schnotzelbeck.
Ein Schnorzelbeck ist tatsächlich ein Pumpsack, mit dem man das Ding aufpusten kann. Man kann diesen Pumpsack aber auch hervorragend als Duschsack verwenden. Da passen viele, viele Liter Wasser rein, also der ist wirklich richtig groß. Und hat unten so eine kleine Öffnung, wo das Wasser dann rauslaufen kann, aus so einem kleinen Schlauch fast schon. Und damit kann man sich sehr, sehr, sehr gut duschen. Wenn man dann noch sich irgendwie ein Siebchen improvisiert, zum Beispiel aus einem Flaschendeckel, so einem normalen Cola-Flaschendeckel oder sonst wie, dass man sich da einfach ein paar Löcher reinpiekt. Und dann hatte man auch noch ein Sieb, was man da auch noch eventuell draufsetzen kann oder zumindest dran festheben oder mit Panzertape festkleben oder sonst irgendwelche Möglichkeiten, sich da noch ein kleines Siebchen zu aktualisieren, dann hat man einen richtigen Duschkopf und kann damit prima duschen. Es gibt ja auch noch diese berühmten Solarduschen, schwarze Säcke mit Duschaufsatz für Wasser reinfüllen und deswegen schwarz, damit sie sich dann in der Sonne aufheizen. Meiner Erfahrung nach, ich hatte so ein Ding auch mal eine Zeit lang im Einsatz, bringt das so gut wie nichts. Also von der Temperatur des Wassers her ist also fast schon egal. Also dann muss man so ein Ding meiner Meinung nach auch nicht unbedingt mitschleppen, aber kann man natürlich. Ne? Jo. Und viel mehr Möglichkeiten zur Outdoor-Körperpflege, wenn keine Duschen zur Verfügung stehen, gibt's nicht. Gibt's halt auch nicht für Frau. Und deswegen wäre aus Frau-Sicht, muss Frau halt eben den Willen und das mental auf die Reihe kriegen, dass mehr Körperpflege als die beschriebenen Dinge halt einfach nicht möglich sind, wenn man nicht irgendwelche schlimme Umweltverschmutzung eben in Kauf nehmen möchte. Ja, das zum Thema. Ach so, und diese Öko-Tampons, ne, die komplett ohne Kunststoffe auskommen, die dann wiederum, die darf man dann auch verbuddeln. Da muss man das noch mit den Tieren im Hinterkopf behalten, also Frau muss das mit den Tieren im Hinterkopf behalten, aber ansonsten sind die wirklich verbuddelbar und das tut dann auch nicht weh, also der Natur, wenn die verbuddelt werden. Ich würde sie halt weit genug weg vom Lager verbuddeln, außer man möchte einen Fuchs anlocken oder sowas. Könnte ja auch mal eine Rolle spielen. Oder in Survival-Szenarios als Köder verwenden. Irgendwo habe ich auch gelesen, man kann mit den Teilen im gebrauchten Zustand auch angeln. Ist so. Soll gehen. Ja? Was weiß ich von Angeln? Keine Ahnung. Sie schüttelt die, sie zuckt mit den Schultern. Und guckt ein bisschen. Frühstück ist fertig. Feindselig. Frühstück. In diesem Sinne, tschüss.